So, weiter geht's mit Legendary. So. Und los geht's. Legendary Let's Play geht weiter. So. Gut. Wir müssen uns noch heilen, wie ich gerade sehe. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. The FaZe soldiers are setting up command posts all over the city. Och nee. Unguarded post in a subway station near Times Square. Meet me there. I'll use the post to call for help. Nicht die Soldaten wieder. Hä? Ich mag die doch nicht, die scheiß Soldaten. Ich bin kein Fan von denen. Ne, ne, ne. Da habe ich schlechte Erinnerungen. Oh, zwei Molotows. Sehr schön. Wer ist jetzt gewesen, so hast du die Flaschen zertrampelt so. Gut, bin ich bereit? Ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin. Ich fühle mich nicht bereit. Aber bisher sind hier noch keine Gegner, also bisher ist alles gut. So. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. So, ja, dann müssen wir jetzt wohl oder übel hier hin. Okay, also hier rein. Kann nicht laufen oder springen bei dem Flachland. Ja, gut. Macht Sinn. Also wirklich, da ist... Also sollte da noch möglich sein. Ja. Aber wir wissen ja, Sprungkünste von Deckard... Naja, ne? Ich weiß nicht, wie er es zum Dieb geschafft hat, wenn er nicht springen kann. Ohohoho! Ich will da nicht drin gesessen haben. Nee, lieber nicht. Ich meine, in den Cutscenes war der jetzt auch nicht irgendwie 200 Kilo oder so. Ob man das dann hätte nachvollziehen können, dass er sich nicht springen kann. Sterb. So, haben wir jetzt alle Kügelchen? Ich müsste mal wieder ein bisschen mehr Nachschub haben, aber... Hier ist zu. Was wäre passiert, wenn ich auf die andere Seite gegangen wäre? Wir haben Checkpoint erreicht, sehr schön. So. Oh Gott. Deckard, thank God you made it. Follow me and I'll get us out of the city. Ja, ich folge dir gleich. Ich muss nur eben kurz was erledigen. The soldiers guarding this post pulled away from Gallagher. Something big is happening in Times Square. Gut, ich folge dir.
man ja bestimmt raus, aber vielleicht ist hier noch irgendwas zu holen in diesem lustigen Zug. Was ist das? Kann ich nicht mitnehmen. Aber die leuchten doch so schön. Wahrscheinlich ist das auch irgendwelche lustigen Molotows, aber ich habe ja voll eine Pulle hier. Na gut. Weiß nicht, weil die leuchten so schön, ne? Als hätte man die mitnehmen können. Aber er nimmt sie nicht mit. Gut, hier ist doch bestimmt noch irgendwo Munition. Genau. Meine ich doch gesehen zu haben, aber es ist eh... Ne, da fehlen zwei Kugeln. Zwei Kugeln ist ein Argument. So. Okay. Hier soll her. Die wartet schon sich ein Elch hier. Pistole. Ist noch was für meine Pistole hier irgendwo? Pistole. Die Pistole hat noch Bedarf. Oh. Ja, nehme ich gerne mit. Lohnt sich hier umzusehen. Lohnt sich definitiv hier mal ein bisschen umzugucken. Also das ist definitiv nicht verkehrt. Ja, alles abzusuchen. Sonst hätte ich das ja nicht gehabt, ne? Und das ist mal sehr wertvoll. Das ist ja wertvolles Helfen. Ja gut, dann... Ja gut, ich lasse dich nicht länger warten. Ich komme. Was haben wir denn hier? Achso, ein Plan. Oh, der ist angenagelt, der CRT. Die Lampe auch. Und die Tastatur sowieso. Ich bin drin, ne? Ist dir schon bewusst, oder? Hm. Schnallst du nicht? Ah, jetzt. This isn't what LeFay said was going to happen today. I had no idea those creatures were going to be released or that he'd try to kill both of us. Luckily, I know some people who can help us stop him. Sort of an enemy of my enemy relationship, if you understand my meaning. Vivian, I thought those access routes look familiar, and you have Deckard at your side. It seems you two have a greater aptitude for survival than I anticipated. LeFay, you bastard! You set us up to open the box. Why? My dear, if I didn't let you in on the details of my operation when I hired Mr. Deckard, what makes you think I'm going to do so now? Frankly, you were always too ambitious to be trusted. Why kill us then? Deckard, I want dead for very specific reasons. And while you don't know my full plans for Pandora's box, Vivian, you know enough to be inconvenient. So farewell, my dear, and goodbye, Mr. Deckard. I'm sure you're professional enough to understand. It's just business. Oh, wir haben hier Texte bekommen. Haben wir den schon gelesen gehabt? Ich glaube nicht, oder? Ja, müssen wir. Ich gehe einfach mal davon aus. Whatever he is doing, he needed Pandora's box opened first. Now that he's tricked me into doing that for him, he sent his mercenaries in to retrieve the box and tie up loose ends. I hate being a loose end. Ich hoffe, ich habe das wirklich schon gelesen hier oben. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, den haben wir tatsächlich gelesen. So, und Vivian Kane. So. Getting fired from your job is never any fun. Especially when your boss sends his mercenaries to kill you afterwards. Don't know what her history is with LeFay, but Vivian really went to bat for the wrong team. Unfortunately, she's my best bet for getting out of this thing alive. Guess we are in this mess together now. Okay. Damn him! He distracted us and sent troops to finish us off. Oh shit. Wo seid ihr? Da.
Mach die Typen nicht. Ich habe schon wieder eine Message erhalten. Vivian tells me these Council of 98 guys are the long-standing rivals of the Black Order. So if the Black Order wanted to unleash all these monsters into the world, I'm guessing that makes the Council to that makes the Council the good guys. Okay. Ich muss mich mal heilen, sonst ist das bald Ende für mich. So. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin ja gerade beschäftigt, Vivian. So. Wie sieht's mein Gesundheitszustand aus? Geht noch. Könnte schlimmer kommen. Hier sind noch zwei Molotovs, die nehmen wir mal mit. Fuck. Die gehören zu uns, ah, okay. Das ist Council Dingsbums. Wo sind die Bösen? Ne, da. Der hat ein paar Rektorprobleme, der Typ. Oh, shit. Ah, scheiße. Das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte mit unendlich Spawn, oder? Ich hoffe nicht, sonst wäre sonst sehr ärgerlich. Weil das kann ich jetzt ja nicht wissen, ne? Ich werde mal lieber voranschreiten. Nicht, dass das tatsächlich so ist und dann ärgere ich mich des Lebens. So. Sehr geil. Oh shit. Oh shit. Hm. Ich glaube, es wird weniger, oder? Sterb. Ja, es scheint mir so. Oh ja, der ist nicht auf meiner Seite. Definitiv nicht. Na gut, ich kann die Friendlies eh nicht töten, von daher einfach schießen, wenn sich was bewegt. So. Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich richtig. Ah, wir haben es geschafft. Deckard! Area secure. What do we do with Deckard and Vivian? Copy that. Afternoon, Miss Kane. Lovely to see you again. Now, could you please tell me exactly why I shouldn't shoot you and your companion right here, right now? Lexington was a field commander for the Council of 98. Before LeFay abandoned me, I had more than one encounter with Lexington and the Council, as an enemy agent. Now the Council was our only hope to stop whatever plan LeFay had for Pandora's Box. Lexington was reluctant to believe my sincerity. But I knew too much about Black Order operations for him to just shoot me on the spot. The signet branded on Deckard's arm also made him an invaluable piece of the puzzle, an unexplained connection to Pandora's box. So a deal was struck. Deckard and I would help the Council retrieve Pandora's box and stop LeFay's plan in exchange for safe haven with the Council. The enemy of our enemy had just become our friend. Bet that thing stings like crazy. Probably should watch where you stick your hands in the future, huh? Everybody look alive!
The boss is online. All units, listen up. This is Lexington. Pandora's box has been intercepted by a giant creature. Some kind of golem. Thing forms by absorbing wreckage from its surroundings using a high-energy magnetic field. Unfortunately, it's absorbed Pandora's box. We're flying in 3 electromagnetic pulse generators to tear it apart. Be ready to secure the area once our choppers deploy the EMPs. Now move out! Ja, jetzt sind wir Checkpoint. Wir hauen ab. So, genau, ich halte mich da raus, ne? Nee, wir müssen jetzt wahrscheinlich heftig kämpfen. Ja, nicht so gut aus. Wahrscheinlich ein Golem. Oh fuck. Oh, da ist er. Ohoho. Bluebird 2, report status. Bluebird 2, come in. Damn, we lost. Eine Message. Modified UH-60M Black Hawk Helicopter. Looks like the Council has access to military-grade hardware just like LeFay's goons. The Black Order. Both of these organizations must have some serious cash to afford toys like these. How deep do their ties in industry and government go? Moment, da ist ja einiges dazugekommen. Creatures, der Golem. Stimmt, das ist auch nur ein Update. Denn das hatten wir tatsächlich schon gelesen. According to Lexington, golems are held together by some kind of energy fields that can be disrupted with an electromagnetic pulse. I have no idea what any of that means, but it sounds like we'd better stock up on lots and lots of batteries. Muss ich mal selber nochmal durchlesen. Okay. Okay, Objectives. Destroy the Golem to retrieve Pandora's Box. Wir müssen den tatsächlich vernichten. Ja, wer hätte es gedacht? Information. Lexington White Deer. This guy is as by the book as they come. Bet he doesn't fart without checking regulations first. Better try and stay on his good side, so. He seems to be fairly high up the Council of 98's chain of command, and I could stand to make some new friends, especially ones with lots of firepower. This is no good. We need to get above ground. We have to reach our choppers. Gut, gibt's noch irgendwas zu holen? Nee, ne? Vermutlich nicht. So, beim nächsten Checkpoint. This is Charlie Leader. We got signal flares on Bluebird 1 crash site. EMP power supply looks busted up. Copy that. Stand by. Ich kann G gedrückt halten, um weiterzuwerfen. Ist tatsächlich so. What is this thing? Was ist hinter mir? Das brauche ich. Das her. Dringend. What the fuck? What the fuck? There's one. There's another one. Watch it! Holy shit.
Gott. Am Arsch. Will nicht von dir erschlagen werden. Kein Interesse. Ja, hier ist Checkpoint. Dann werden wir jetzt hier erstmal enden. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Legendary. Bye, bye.